Easy go. Hallo, willkommen zum sechsten Part von Subnautica. Im letzten Part haben wir etwas wiederherstellen müssen und haben auch mit einem Kumpel geredet. Wir sind diesmal wieder allein. Und da ploppt Salz auf. Lecker Salz. Mag jeder. Ach, geht nicht weiter. Braucht das Platz für Salz? Okay. Wir brauchen Spind dafür jetzt. Spind. Wird eh so hier alles. So. Da kommt unser Salz hier rein. So. Hier haben wir ja noch viel zu tun. Hier haben wir noch. So. Ach ja, wir brauchen zwei, um einen herzustellen. Wir wollen nämlich uns den Krebsanzug craften. Aber ich glaube, uns fehlt es noch an Titan oder was? Nummer 5. Ja. Es fehlt uns noch an Eisen. So. Lithium haben wir ja nicht wenig. Davon gönne ich mir etwas jetzt davon. Und mache eine unsere Höhlenpanzerung mal stärker. Da. Ist ISO notwendig, weil ISO jagt uns. Ah, nee, hier wollte ich. Da. Ah, lass mich raten, der Spind ist weg. Hatten doch irgendwie. Also haben wir auch keinen Spind für den Erste-Hilfe-Koffer. Okay. Machen wir mal das. Erste einen Moment mal, wir haben hier eine Nachricht. Warten auf eine verzweifelte Antwort. So. Na, wie viel haben wir jetzt? Oh, yeah. So, alle wichtigen Items müssen wir lagern. Den können wir ja woanders parken. Eine leere Energiezelle. Hier lungern noch Spins herum, die noch warten, gefüllt zu werden. Gut. Haben alle Werkzeuge drin. Ich will jetzt nicht meckern, dass ich irgendwelche vergessen habe. Okay, der hat keine Energiezelle.
Muss ich bald mal ändern. Ich freue mich eh und je, dieses Geräusch zu hören. So. Gut, jetzt läuft die Maschineneffizienz etwas höher. Haben wir genügend Ressourcen dafür? Schmierstoff und Blei. Wir könnten das eigentlich herstellen. Es fehlt nur noch eine Zutat. Und die haben wir leider nicht dabei. So. Machen wir hier die Blutranke. Ja, von denen haben wir auch viel. Habe ich mir mal einen Akku hier. So. Es werde Licht. Also um Wasser müssen wir keine Sorgen mehr machen. Also davon kriegen wir genügend jetzt schon. Ich glaube, hier können wir jetzt schon. Nein. Wir haben Stufe 1. Ich schlag vor, wir fahren gleich mal ein bisschen Titan. Na, komm her. Ja, Seemotte. So. Ja, wir wollten Titan fahren. Ein bisschen Blei brauchen wir wahrscheinlich später auch, damit wir hier. Wir schlagen diesmal richtig voll mit Schrott. Schon ist die erste Kiste voll. Da bin ich glücklich. Jetzt schlagen wir uns nur noch unser Inventar voll. Ist noch eins. Das nervt schon mit dem Scanner. Hopp. Na, würde ich ein. Ja, hallo Harry Potter. Stein.
Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo wir sind. Obwohl, ich habe ja eine Karte. Ach, da sind wir. Okay. Mr. Reaper, ich habe nichts getan. Ich habe nicht gegen die Regel verstoßen. Echt, wenn man blöd, wenn es blöd ist, dass man gleich die maximale Tiefe erreicht und schon. Ja, schade. So finden wir das. Oh, bitte nicht jetzt. Hallo, ich bin doch. So. Ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich doch jetzt das Tiefenmodul. Und zersetzt uns ja das Schiff hier noch auseinander. Nein, ich bin noch nicht jetzt bei Reaper. Ach nee, ich dachte schon. Ich bin nur bei der Insel. Wir haben ja aber nicht gefarmt. Nicht angucken. Ich glaube, das sind wie die Reapers sind so gesagt die Vorfahren vom Enderman. Schau ihn nicht in die Augen. Oder so nah Verwandten. Schau ihn nicht in die Augen. Mit den Viech will ich so nichts zu tun haben. Bleib weg. Schon viel besser. Ich streife umher. Ich glaube, ich mache mal lieber einen Cut, bevor hier alles noch zum Grunde geht. Ich mache einen Cut und dann sehen wir uns dann wieder bei der Base.
Und dann sind wir wieder in unserer Base. Passt ja grad. This is Lifepod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded. Ja toll, ich krieg eine Nachricht. So, warte. So. Ja, passt gerade perfekt. Dann packen wir die wieder. Wie ich die gerade wirklich gegessen? Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Bug gefixt habe. Da sind wir wieder. Und der Bug ist gefixt. Gut. Jetzt ist unsere Zeit für den Zyklopen. Und wir haben eine Menge Titan. Das bedeutet, ja, wir brauchen nur noch etwas Blei. Und wir haben recht viel Blei. So. Ein kleiner Schritt für mich, großer Zeitsprung für die Menschheit. So. So. Gut, dass wir das haben. Denn jetzt steht er nämlich an seinem eigenen Parkplatz und nervt dann nicht. So. Wird gefüllt. Danke für die Titanbarren. Immer wenn man das da liegen lasse. So. Hier in den Spit. Da. Uns fehlt noch eins. Ja. Und wenn ich mich nicht täusche, können wir jetzt den. Jupp,
Nur noch Emerald Glass fehlt uns. Aber es ist nicht schlimm, weil ich glaube, ich habe hier noch die Pitcher-Zähne. Da ist noch Quarz sogar noch. Und da ist noch Quarz. Schwupps, die Wups. Da packen wir unser Titan schon mal rein. Und dann wird es schon mal gelagert, dann haben wir auch das. Weil es eine ältere Datei ist, sind auch andere Sachen nicht mehr vorhanden, zum Beispiel den. Unsere kleine mobile Fahrzeugstation. Befindet sich noch seltsamerweise am Anfang. Und derzeit schnappen wir uns noch ein bisschen den Titan. Ich werde diesen Raum hier nicht vermissen, weil na, wie viel Platz frisst er mir noch? Ich könnte noch dreimal Schrott mitnehmen. Und dann sage ich auch schon mal, dass wir die Basis sagen, wir bauen mal die Raketeplattform auf. Dafür brauchen wir viel Schrott und wie teuer ist denn nochmal so ein Scheiß? Fabricator. Da. Gut haben wir alles. Denn da, wo wir das gebaut haben, müsste das so. Wir haben eigentlich alles schon. So, wir gucken schon mal in die Raketenplattform-Bauplause. Ja gut, wir können so noch nichts anfangen, weil wir kein nicht genügend Blei haben, oder? Zwei. Hier lagert noch ein bisschen die Titan. Ja, Silber haben wir viel, aber vom Blei nicht. Also lagern wir unser ganzes Titan. Oh. Ein. So. Damit sparen wir uns eine Sache. Hier soll zukünftig noch ein weiterer Weg führen. Und hier wird unser Lager sein. 33 Slot. Oh, viel Platz für unser Titan. Na, dann wollen wir mal hoch. An die Wasseroberfläche. So. Oh, okay, mir fehlt nur noch Blei.
Das letzte zwei Blei brauchen wir. Oh, nervig. Wir müssen auch so. Ja, wir müssen auch das Silbererz. Wir müssen eigentlich allgemein alle Items einen eigenen Platz haben. So. Ja. Ich konnte nicht lesen. Es ist normal. Warte, bevor man Sauerstoff leer. So. Es ist normal, beim ersten Steuern eines Krebses zu Gefühl von unbegrenzter Macht haben. Krebsbluten. Eine. Ja, ich sag mal nur so. Weil ich noch keinen zweiten Haus für den habe, packt er erstmal hier. Nice! Gibt's heute Fisch zum Frühstück? War lecker wahrscheinlich, aber auch macht sehr lustig. So. So, einmal einlagern. Und die ersten Spinde können auch Platz weichen. Ja. Weil wir brauchen allgemein weniger Platz für Objekte. Weil wir die super gute Sortiermaschine haben. Klar ist sie da hinten. Aber ich versuche auch bald hier einen besseren Weg zu bauen dafür. Wir haben auch echt viel Platz dafür. Das ist auch schon gut dafür. Obwohl. Nice. Ich habe gebackt. Habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit übrig? Nee. Müssen wir bald ändern noch mit der Sicht, aber. Boah, der saugt uns hier noch den Strom hier weg. Brauchen wahrscheinlich bald ein Wärmemodul, wenn es hier warm genug wäre. Karte, sag mir mal. Okay, wir sind jetzt hier. Da hinten sieht es nach Lava-Biom aus. Biome. Also ich vermute, das sind normale. Ah, da steht auch die Bionano. Okay. Mushroom Forest. Was ist denn hier? Granfield. Google. Okay. Alles klar. Biome.
Ich trinke gleich. Wir müssen wahrscheinlich. So. So. Wir brauchen. Ach, ich habe ja noch. Hier müsste Leiter hin. Dann würde ich sagen, das ist da oben unser Schlafort. Denn eigentlich wollte ich da oben die Wasser haben. Aber. Ich könnte eigentlich da den Storage einbauen. Die muss doch eh so rund um die Uhr ins Lager. Naja. Aber hier kann ich gleich zu meinem Frühstück, also. Ich, keine Ahnung, werde ich so bald entscheiden. So. Hätte er die ganze Zeit arbeiten können. Wow, schon wieder Wasser fast voll. Dann lass uns mal die letzten Sachen holen für den Arm. Titan finden wir hier. Und zwar brauchen wir den Bohrarm. Dann haben wir alle unsere Diamanten schon verbraucht. Die Eile. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Wir können den Bohrer bauen. Nice. Ja, gut. Aber ich wollte das hier freischalten. Farben machen wir noch nicht. Aber wir fahren los. Mit unserem Zyklop und unserem Krebsanzug. So. Aus gutem Grund, weil ich brauche jetzt erstmal Ressourcen.
muss sehr leise mit den Bewusstsein hier. Weil das Ziel ist das einzige, das jedes Vieh fast angreift. So. Ich vermute, hier ist irgendwas ganz Besonderes. Wir können zwar nicht tief noch, können zwar nicht so tief, aber eben tiefer als jetzt gerade unsere Seemotte erlaubt. Schon mal gut. Ist den Frack. Auf dem Baum. So. Nicht weiter. Ist so wie Schnitzeljagd zu. Ja. Oh, das ist nur der Baum. Aber so gesagt, hier befindet sich auch nichts. Zyklon ist jetzt leise. Damit er. Gut. Wenn wir weiter auf die Jagd nach guten Elementen. Tief angekommen. Jetzt kann der Reaper mich hier mal wirklich an den hier ranlecken. Guck, da. Ich sehe dich, du aber nicht. Du hast. Okay, ich nehme mein Sprichwort zurück. Einer, der etwas mehr Volt auf der Steckdose hat. Okay. Mhm. Ich versuche. Tief. Um auch zu leise zu sein. Aber ich habe keinen Bock. Besuchern auf mein Schiff zu haben, die mir das Boot zersetzen. Es bist du. Nein.
ist nicht auf meinem Radar ist. Ey, da ist das Vieh. Ja, kannst mich nicht rausteleportieren. Ach, guck mal! Jetzt hätten wir so. Alter! Diese Fische machen auch echt Scheiße. Ist das das Ende der Map? Das kann man erst rausfinden, wenn man auf sein System guckt. Biome? Ach. Ja. Alter. Hier sind echt viele Biomen auf enger Ecke. Aber ich traue mich jetzt nicht hier tiefer zu gehen. Weil der Zyklop ja nur eine bestimmte Tiefe kann. Sieht aus wie Titan. Gleich schon wieder ein Moment mal. Das sieht sehr nach was aus. Und es ist. Das ist Blei. Pufft ja. Blei brauche ich gerade richtig gut. Ich dachte, der wäre bei sowas sauleise. Gut, das war Blei. Dann haben wir schon mal. Könnten wir eigentlich. Oh, na, das sieht aus wie. Ach du Scheiße. Geht's wieder hoch? Ich will jetzt auch nicht so hoch runterfahren.
So tief würde ich jetzt nicht mehr runterfahren. Ah, hier ist Vulkan sogar. Temperatur wird leider nicht angezeigt. Doch, wenn man einmal 48 Grad. Da kocht nicht mal Wasser. Oh, warte. Hier ist doch was. Ach. Ach du Scheiße. Reaper. Reaper. Aber ich glaube, hier tut. Ja, in so Club tut er nichts. Hier ist die Portalstation 1. Ja, hier ist die Kanone. Also, wer im. Ich glaube, das war der vierte Part sogar. Nicht gesehen hat. Na, doch auf. Das fette Ding hier. Hat ein Raumschiff abgeknallt. Nicht umsonst nenne ich das lieber Orbitalkanone. So. Ich pack. Oh nein. Genau jetzt. Genau dann, wenn ich pack. So. Ich lasse jetzt den Motor aus. Ich muss ja nicht das Vieh. Alter, meine Kamera hat sich. So. Wir haben alles. Oh, ich würde gerne ein Messer haben. Für diesen Viechern möchte ich lieber jemanden. Stirbt. Es wird sogar L. Stasisgewehr sollten wir auf jeden Fall noch mal herstellen damit. Gib mir mal den Scanner. Das gibt sogar ein bisschen Titan. So. Yay! Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Seltsamerweise ist hier die Tür offen. Nice!
facility's control room lies beyond this doorway. Calorie intake recommended. Yeah. Ich will nur bis zu diesem Bad ja endlich mal nur diese Tür öffnen. Hat es gerade so. Arm hier. Da ist es. Ich sag nur eins. Also, wie jetzt gerade bei Corona gewesen. Wird? Ja, nice, dann können wir doch uns verpissen. Shit, hier war das Portal. Wie viel Prozent haben wir? 18, 16, ach scheiße. Ich hab dich nicht gesehen, also lass mich in Ruhe. Gleich in unserer Basis mehrere Stunden Essen finden, Essen. Gleich beim Bildschirmrand entplöppt. Lass mich rein! Oh! Verpiss dich! Das Vieh macht jeden Gänsehaut. Alles geradeaus. Sind wir leer? Es hat unsere Energiezellen gefressen. Oder sagt die Energie davon? Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ist jetzt egal, ich nehme jetzt einfach den Seegleiter.
Dann mache ich einen Cut einfach und dann sehen wir uns später bei unserer Basis. Und versuchen irgendwie noch irgendwas zu retten da. Huh, da sind wir wieder. Und ich glaube, ich weiß, wie wir das Zyklopenproblem lösen. Hier. Mit. Da haben wir das letzte. Oh. Wir werden euch beiden bald retten. Glas und erweiterte Kabelsatz. Also brauchen wir zweimal Silber, nochmal zweimal Quarz, Gold, Kupfer und Tischkorallenprobe. Stell schon mal das her. Glas. Noch zweimal Gold. So, ich mache mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns bis bald. So. Und da sind wir wieder. So. Jetzt können wir das Sonnenmodul bauen. Gut. Ich mach noch einen oben drauf. Hey. Komm. Sick Field detected. Werde ich gleich hören. Oh, geil. Dann lasse ich das mal so, dann kann ich was trinken. Ne? Muss mir keine Sorgen machen. Wegen Salzmangel. Ich brauche nur noch was zu essen. Hier, Nährregel. Dann machen wir mal los. Hoffentlich reicht die Energie. Und es ist dunkel geworden. Nice. Du wirst ja gar nicht klappen. Weil ich habe die Sachen ja nur für Tag. Das ist ja.
Kann mich sogar entscheiden, ich nehme den Krebs, weil der nächsten ist. Besser parken kannte man ja nicht. Wie jetzt hat auch davon die Energie gefressen. Ein Glück nicht. Ach ja, ich brauche noch eine Energiezelle vom Krebsanzug. Damit das funktioniert, was ich versuche. Da müssen wir die Energiezelle rausnehmen. Weil ja hier die Energie fehlt. Und hier brauche ich ja die Energie. Bauschnell! So, MK1 haben wir jetzt das. Jetzt kann es nicht schlimm passieren. Oh ja. Sag mal, du bist doch eine richtige Fressmaschine. So, jetzt lädt das alles schön auf. Checkpoint. Schön vorsichtig sein mit der Energie. Immer an den Steinstellen gucken. So. Bin ich Glück, dass ich jetzt fahren kann wieder. Mit 20% Energie Richtung Basis. Gut.
Goodbye, you freshness monster. Und dann schlage ich vor, dass wir den Nacht im Zuckerplacken Schluss machen. Ist zwar keine spannende Sache gewesen, hätte ich extra machen können, wegschnitten sollen, alles. Aber ich sag mal eins. Was war das denn? Wollen die mich verarschen, die Fische? Ja, zum Glück sind es diese Viecher nicht hier. Die ignorieren mich sogar schon. Das ist auch gut so, dass sie. Ich habe noch nicht so eine Täuschkörper. So. So, er wird uns wahrscheinlich die ganze Basisenergie klauen, aber ich grade das jetzt ab, dann habe ich nicht dieses Problem. Welcome aboard, Captain. Na, geht sogar noch. Messer modifiziert wollte ich nicht. Wo macht man das denn jetzt mit? War es die ganze Zeit in Zyklopen? Nee. So, jetzt können wir schneller fahren. Schon mal machen. So. Wir gehen dann nur noch in unsere schöne Wasserbasis und ich sag dann, und wir sehen uns jetzt zu Club an.
Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.